Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zu Genesis Alpha One. Und wir sind wieder auf dem Schiff und ich habe doch. Die Maus ist. Nee. Ach, das ist so komisch, wenn man andere Spiele spielt. Das ist alles so ein bisschen. Von der Steuerung muss man erstmal wieder reinkommen. Welcome to the shipbuilding interface. So, zwei Leute hatten wir verloren, das heißt, zwei Leute brauchen wir wieder. Wie viel Biomasse? Biomasse haben wir genug. Das heißt, wir gehen auch erstmal hier erstmal basteln wir uns doch wieder ein, zwei Leute. Wir müssen mehr Barriere-Sachen holen. Ah, da hat mir doch da ja, ich glaube, ich muss auch mehr, sollte mehr Barriere machen. Das habe ich im Kommentarfeld gelesen. Das ist vielleicht keine doofe Idee. Und hier fällt mir auch gerade ein, hier bräuchten wir auch mal jemanden. Lithium. Processing. Machen wir 4. Da brauchen wir wieder Lithium. Finden wir eh überall die Scheiße. Klonlabor. Wir brauchen. Wie hießen die anderen Leute, die gestorben sind? Das weiß ich auch gar nicht mehr. Noch unbekannt. Machen wir ein Weibchen und ein Männchen. Kann ich jetzt. So, unterstützen wir mal. Klack, klack, klack. Wie viel Biomasse haben wir noch? New crew member added. Reicht der noch? Reicht der noch? So. Garcia. Auch finde ich eigentlich ganz gut. Behältst du mal. Garcia. So, und ein Weibchen brauchen wir. Immer noch in Produktion. Oh, beeil dich doch mal. In Produktion, in Bearbeitung. Was ist denn da noch Bearbeitung? Das ist doch, der Klon ist doch raus. Muss ich jetzt 5 Minuten warten, bis er sich abgekühlt hat, oder was? Also wir können nur noch Aliens erforschen. Ich habe aber keinen blassen Schimmer, was das bringt, wenn die auf mein Schiff sind. Weil ihr seht ja hier schon, die haben verbrauchen anderen Sauerstoff. Ich weiß nicht, ob die mit Sauerstoffgeräten rumlaufen oder ob wir da einfach noch andere Pflanzen benötigen, die auch diesen Sauerstoff liefern. Das ist aber irgendwie unsinnig. Weil es kann ja nur einen Sauerstoff am auf dem Schiff geben, oder? Den wir einatmen. Oder fügt man dies einfach mit dazu? Oder? Das ist ja auch kein reiner Sauerstoff mehr hier. So, Biosphäre unzureichend. Ich habe keine Ahnung, was du willst. Ah, vielleicht haben wir Unterkünfte voll, ne? Unterkünfte. 5. So, hier wahrscheinlich auch irgendwo. 7 von 10. Ich sehe kein Problem. Und Biosphäre, verdammte Scheiße. Da waren wieder mein. Das war ja. Genau. Wir brauchen mehr Treibhäuser, das ist das Problem. Und dafür brauchen wir wieder Aluminium. Also in diesem Spiel braucht man immer irgendwas. Wir brauchen den Aluhut. Machen wir hier nochmal ein, zwei von fertig und nehmen die mal mit. New materials have been refined. Access granted. So. Damit wir diesen ganzen Bereich ein bisschen einkesseln. Ich will eher erstmal diese ganzen Bereiche so voneinander trennen. Hm? Ah ne, 4. So. New materials have been refined. Dann haben wir den Traktorstrahl. So, jetzt kommt.
komme ich hier wieder nicht raus. Das ist ein Labyrinth hier unten. Jetzt müssen wir generell mal gucken, was wir noch hier an Ressourcen in dieser Umgebung haben. Ich glaube, für einen Traktorstrahl. Ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube für den Freund. Oh, 4 Kupfer haben wir noch. Na, schau an. Da ist irgendein Blatt. 5 Schwefel. 5 Schwefel habe ich letztes Mal, glaube ich, schon gesagt, das könnten wir gebrauchen. Das können hier die Jungs mal alleine machen. Harvester Destination set. Los, Montro und Gronk und wie ihr alle heißt. Und Mathilde. Mathilde macht das schon. Let's rock. So, dann holen wir uns mal den Kupfer ran. Damit wir hier mal wegkommen. Und ein bisschen Biomasse. Da freut sich der Mensch. Und der Heinrich. So, vielleicht könnte man noch einen Biotank bauen. Resource beaming complete. Warte, machen wir mal nach dem nächsten Beam. Resources collected. Okay. Biotank. Biotank, 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 Biotank. Da. 3 Eisen, 5 Energie. Wie viel Energie haben wir noch? Wir haben noch ganz schön Energie. Wo ist denn der andere Biotank? Können wir den Biotank über einen Biotank bauen? Das wäre echt schön. Hier ist das Klonlabor. Wo ist denn der Biotank? Ach, ist mein Schiff hässlich. Man könnte hier Biotank, Biotank machen. Machen wir jetzt einen Biotank. So, jetzt haben wir da bis 40. Wunderbar. Dann holen wir den nächsten. Resource beaming complete. Resource acquired. Na komm. Resource beaming complete. Müssen wir mal gucken. Lifeform detected. Wow! Ja, war nicht wenig. Sind sie schon wieder da? Mensch, alle noch am Leben? Habt ihr ja gut gemacht. Keine Aliens an Bord? Und habt alle Schwefel weggeholt. Respekt. Respekt. 8 Schwefel. Ich weiß gar nicht, ob ich so viel Schwefel brauche. Aber hier, holt euch da nochmal 2 Schwefel und viel Spaß. Nochmal sowas. Achso, jetzt haben wir hier wirklich Kupfer abgebaut. Kriegen wir noch ein bisschen Schwefel und dann kümmern wir uns um den nächsten Planeten. Was sagt denn das Depot? Lager 53. Vielleicht sollten wir noch mehr Lagerfläche bauen. Ich hätte gerne größere Lager. Kosten aber auch Energie. Crewmitglied? Wo? Alles gut? Heil dich mal. Landungsschiff ist zurück. Wir eilen mal zum Landungsschiff. Aber auch schon wieder keine Aliens. Die kommen ja alleine besser klar als mit mir, ne? Ich hätte schwören können, bei mir sind immer Aliens dabei gewesen. Aber Schwefel haben wir gerade echt genug, ne? Uran. Aber ich will lieber irgendeine Ressource haben, die wir zu viel haben zum Handeln. New materials have been refined. Wir haben noch eine Person übrig, ne? Pack ich die beim Traktorstrahl hin?
Ich gönne mir mal Luxus. Ich gönne mir mal Luxus. Garcia. Packe ich auf die Brücke zum Scannen. Damit ich das nicht machen muss. Was ist das denn? IDI rufen. Nee, will ich nicht. Ach, jetzt kann ich nicht scannen, weil hier nichts zum Scannen ist, oder was? Oh, ist ja doof. Gucken wir uns mal an, wo die nächsten Reiseziele sind. Wir sind umgeben von Scheiße. Also Asteroidenfelder ohne mich. Sonnenstürme möchte ich auch nicht testen. Die Gefahr war beim Asteroiden ja auch angeblich niedrig, aber ich habe ja eine Menge Spaß gehabt. Der Loot da drin ist sehr geil, aber ich möchte es erstmal nicht nochmal testen. Dann nehmen wir hier lieber so ein System mit weniger Gefahr. Dann leben wir vielleicht länger. Kupfer. Kein Kupfer. Kein Aluminium oder so, das ist doch scheiße. Gold. Eisenerz. Salpeter. Eisen. Kupfer. Gut, für Aluminium wäre ich vielleicht hingefliegen. Geflogen. So aber nicht. So, dann schauen wir uns den letzten Planeten an. Verlassen diesen Sektor. Schiff entladen, Schiff ist entladen. Alle Mann an Bord. Harvester Destination. Wir müssen was finden. New materials have been refined. So, habe ich einen Meinungsverstärker? Gibt es einen besseren Meinungsverstärker mittlerweile? Nee, Schrot ist das Beste. Scheiße. Ich hätte gern langsam mal eine Gatling Gun oder so. Einfach nur zum Angeben. Ich habe eine Gatling Gun. So. 3, 2, 1. Raus, 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 raus. Erkunden, erkunden, erkunden. Da leuchtet doch schon mal was. Das was uns... Nee, nichts zum Einsammeln. Lass das ein friedvoller Planet sein. Ein Pilzplanet. Aber ich würde sagen, ein Pilzplanet ist ein Backplanet. Der Planet der Champignons. Verhungern tut man hier bestimmt nicht. Aber jeden Tag Pilz. Cornflakes mit Pilzen. Oder Champignons. Wenn man überall reinpacken. Oh, was haben wir? Sicherheitstor. Was ist denn ein Sicherheitstor? Diese Übertragung weist auf einen Fundort eines neuen Schiffbauplans. Cool. Ich gehe mal zu meinem Schiff. Was ist denn da? Ich sehe da nichts. Kleinvieh. Damit kommt er klar, ja? Ich muss noch einen Fundort suchen. Ah! Accessing Archives. Ich hab's heute. Ich spüre die Fundorte. 20%. Sicherheitstüren, das klingt echt gut. 40%. Kommen die zu mir oder zu meinen Freunden? 60%. Ja. 80%. All phases complete. Was ist das? Klone, die Kunst zu schätzen wissen, erscheinen menschlicher. Das Modul erhöht die Gesundheitsregeneration der Crew. Okay. Klingt ja auch nicht verkehrt. Hinter mir. Mehr. So, Jungs. Was macht er denn hier? Da hinten. Achso. Ich sehe nichts mit dem Kacklicht. Boah, dieses Kacklicht.
Ab das jetzt. Ne, fehlen noch zwei. Na, helft mir doch mal. Montro, komm her. Jetzt macht er woanders was. Was ruft der Montro? Ich weiß nicht. So, das reicht mir an Lifeforms. Wir hauen ab. Mehr können wir eh nicht mitnehmen. Ab zum Mutterschiff. Oh, dieses Licht. Es blendet mich. Boah, das war echt scheiße hier. Boah, das Licht ist echt grell hier auf diesem Planeten gewesen, weil der Hintergrund, das Hintergrundlicht so, ja, das dunkel war. Ja, ich hab's gesagt. Ups, war ich das etwa? Habe ich hier verwundet? Huh, so. Biomasse immer mitnehmen. Okay, wir brauchen irgendwas. Oder wir müssen Aluminium handeln. Das wäre vielleicht auch was. So, wir springen. Übersprung. Danach kommt eine Durststrecke irgendwie. New materials have been refined. So. Mal zum Scannen. Ich habe sie schon erkundet letztes Mal, ne? Dann packe ich den einen Klon jetzt in die Werkstatt. Wollte ich niemandem zuteilen. Ganz einfach gefragt. Job assigned. Darüber. Garcia. Eisen haben wir nur 5 von 5, dann lass mal lieber. Kannst du mir noch irgendeine Waffe basteln? Ich habe keinen Bock mehr auf das. Auf die Schrotflinte. Hier, bau mir mal ein Sturmgewehr. New materials have been refined. Wo ist sie gleich? Da? Schuss 200. Zielen geht aber nicht mit dem Sturmgewehr. Na gut. Ah. Ich brauche mir davon auch nochmal zwei Stück. Du machst das schon, Garcia. Unbedingt Aluminium, verdammte Kacke. So, Schrott, Kupfer nehmen wir mit und Eisen nehmen wir auch mit. Da brauchen wir alles. New materials have been refined. Hätte ich mal zum Beam hier lassen sollen. Mist. Den zweiten Mann statt in der Werkstatt. Resources collected. Okay. So, hier ist noch ein bisschen Biomasse. Wer die Biomasse nicht ehrt, ne? Ist den Klon nicht wert. So. Haben wir schöne Planeten. Was haben wir hier? Ja. Lithium kann man gebrauchen. Kupfer. Ein Eisenerz. Für ein Eisenerz gehe ich nicht auf diesen Planeten. Da haben wir Farn und einen Fundort. Uranerz. Lithium. Also ich schicke euch erstmal hier alleine hin. Das macht ihr schon mal, ne? Und wir gucken mal hier weiter, dass wir Kupfer kriegen. So, nächsten Kupferbrocken. Na? Ich hoffe, in dem anderen System, wo wir gleich dann hinfliegen werden, gibt es Aluminium. Ach
Achso, wir haben noch diesen Zugang gehabt, ne? Scheiße, müssen wir gleich mal gucken, ob wir den erforschen müssen oder ob wir den bauen können. Oh, oh. Ich glaube, ich habe schon wieder meine Kollegin getroffen oder Kollegen. Oh. Ihr seid wieder da? Habt ihr eine Pflanze mitgebracht? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Vielleicht kann ich die auch mal verhandeln oder verkaufen. Aber wieder ohne irgendwelche... Schön, freut mich. Zwei Lithiumerz, dafür braucht er nicht mehr hin. Boah, 9 Eisen. Was sagt denn überhaupt unser Depot? 56. Geht. Eisen brauchen wir unbedingt. Ich weiß noch gar nicht, wofür wir Platin brauchen. Hyperantrieb und Schild hätte ich auch mal gerne. Freizeitmodul. Verteidigung, Werkstatt? Wir können es nicht bauen, ne? Oh, das ist unter Verbindungen. Unterkünfte, Lounge, Galerie. Knowing the fine arts is crucial for a human's social competence. To build his ethical values and to develop a proper taste. This module increases healing speed of the crew. Hoffe. Ah, dafür habe ich Kupfer geopfert. Jetzt will ich mal die Galerie sehen. Ihr macht das hier ohne mich, ne? Es läuft ja, ne? Braucht keinen Scheiß. Bin gleich wieder da. So, wo war denn mein Turbolift? Turbolift! Bitte hoch! So, jetzt habe ich ja gescheatet. Oder, nee, für Unterkünfte war es nicht. Die haben es ja an einem Eingebäude dran gebaut. Nicht an Lager. The Lounge. New materials have been refined. Wir müssen nach oben. Ich glaube, ganz nach oben. Und dann haben wir es hier dran gebaut. Galerie. Oh, so lernen. Resources collected. Jo, alter Computer. Nicht angeschlossen. Nur einfach die Komponenten. Mein Globus. Damit auch der Klon weiß, von wo wir herkommen. Eine alte Kackuhr und ein Grammophon. Bilder von Leuten, die schon längst tot sind. Albert Einstein, wenigstens mal einen erkannt. Das sind schon alles wichtige Leute. Alles bekannte Leute und ich erkenne nur Albert Einstein. New materials have been refined. Das verstehe ich jetzt nicht unter Kunst, aber gut. Oh, schönes Bild. Der Hafen von Ravenna. Kennt doch jeder. Oh, das ist auch ein Globus. Guck mal, der zeigt doch darauf. Da. Da ist der Schatz von Indiana, für Indiana Jones. Das ist der Kopf ihres Jungen. Sie hat ihn geköpft. Und die hat Langeweile. So. Ich bin ein Klon. Ich habe keine Ahnung von Kunst. Nimmt es mir nicht übel, wenn ich da was nicht verstanden oder gekannt habe. Sagen wir es mal so. Wir versuchen jetzt wieder runterzukommen und hoffen, dass unser Schiff in der Zeit noch lebt. New materials have been refined. So. Wir leben noch, ne? Die Frage ist nur, wie lange? 57 von 80. Wir haben alles hochgebeamt. Wir haben nichts mehr. Ah, hier Eisen. Eisen helfe ich nochmal kurz. Resource beaming complete. Haben wir ja gerade was gebaut, ne? Resources collected. Können wir wieder ein bisschen Ressourcen gebrauchen. So, entladen. Fliegen wir zusammen, ne? Da wollen wir nicht hin. Ah, wir müssen zweimal fliegen.
Ich weiß nicht, wofür ich das Uranerz brauche, aber ich nehme es einfach mal mit. Hä? Nur zu zweit? Ich finde, man müsste noch die Namen nicht nur am Namensschild sehen, sondern die müssten auch über den Klon sein, finde ich. Wer ist denn dabei? Montro und Mathilde. Ach, Gronkh ist hier. Gut, alles gut. So. Ah, hier ist die Pflanze. Den Farn, den können wir sogar gebrauchen. Wir brauchen Aluminium. So. Ich hoffe. Kleine Lebensform. Da ist was abgestürzt. Ein Satellit. Die Gräber findet man irgendwie schwerer, finde ich. Ah, da ist eine Munitionskiste. Scheint kleine Kriechgegner. Ich hab's gehabt, da kam mal größere. Da kommen sie gerade rausgekrochen. Oh, ich hab's gerade richtig gesehen, meine. Oder tun die sich selber noch weh? Oh, der kommt ja hoch! Kleine Kanalratte, du! Jetzt habe ich ihn jetzt freigeschaltet hier. Ein Sturm. Minigun! Weapon added. Ihr kleinen Scheiße. Jetzt werdet ihr sterben. Ich weiß gar nicht mehr, waren hier nur ein Pfund oder waren hier zwei? Habt das? Oh, die schöne Biomasse, die könnt ihr nicht mehr liegen lassen. Nee, ich glaube, es war ein Fundort, ne? Ich dachte gerade, es wäre auch was Besonderes. Das ist nur eine Kackpflanze. So, helfen wir euch mal. Oh, das war's schon. So, alle Mann drin. 1, 2, 3 und raus hier. Ich bin nicht ganz sicher, das ist doch vielleicht. Oh, das geht mit. Wenn nicht, müssen wir gleich nochmal runter. Aber ich glaube, es waren. Es war nur ein Fundort. So, Waffe zücken, gucken, ob wir Besucher haben. Links ist sauber. Rechts ist sauber. Und wir haben wirklich alles abgetragen. So, jetzt nochmal 8 Eisen. Ich helfe dir. Resource beaming complete. Resource acquired. Und alles gut. Den nächsten. Es ist halt so, finde ich, so ein Spiel, was man, wo man halt alle Ressourcen am besten auf Lager haben muss. Und ich habe lieber zu viel als zu wenig. Vielleicht treffen wir mal auf einen Händler oder so, dann können wir was tauschen. Rexvieh. New clone research unlocked. Ah, wir haben dadurch jetzt genug DNA gesammelt. Verbessert Resistenzen und verringert Intelligenz. Ich weiß nicht, ob eine Verringerung von Intelligenz positiv ist. Resource beaming complete. Resources collected. So. Wie sieht's im Hangar aus? Hangar entladen. Das interessiert uns nicht. Die Eisen, das kriegt die schon hin.
genau. Wir holen dann das Lithium-Erz. Und ich kümmere mich um den Fundort. Gatling-Gun hier schon dabei? Schade. Muss ich mir mal... Wir können im Waffenschrank nur eine begrenzte Anzahl von Waffen haben. Muss ich mal irgendwas rausnehmen. So. 3, 2, 1. Los, Marines. Los, raus, 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 raus. Go, 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 go. Ich suche einen Fundort. Oh, da hinten. Die Tafel. Der Monolith, den wir anbeten müssen. Accessing Archive. Deactivating. Accessing Archives. Ah, ist wieder ein kleines Krabbelvieh, okay. 40%. Sieht aber cool aus. 60%. 80%. Oh, das ist ein feindliches Schiff. All phases complete. Aliensichtung. Gewinne Erkenntnis über diese Spezies. Oh! Oh, das ist normale. Ich sag mal ohne Säure oder so. Die werden ja einfacher. So, Jungs und Mädchen. Hammer's. Ah, nicht ganz. So, noch ein Punkt und dann können wir los. Gut. Montro hat mir geholfen. Wenigstens einer. Montro 2.0. War besser als 1.0. Oder ist besser als 1.0. So. Biomasse. Ich komme hier mit dieser Anzeige nicht klar. 1 bis 7. Noch mehr als 7 Biomasse. Oder haben die sich jetzt so oft geheilt, dass wir hier keine Biomasse mehr haben? Wäre schön, wenn man das selber noch irgendwie erstellen könnte. Oh! Was sind das für grüne Alien-Menschen? Was sind das für Viecher? Ah, das waren die Viecher, die wir jetzt erkundet haben, ne? Oh, wir haben die Waffen eingesammelt. Schweres Kaliber. Säuregewehr. Geil. Ich kenne die Viecher gar nicht. Die habe ich echt noch nicht gesehen. Ich habe das schon ein paar Stunden gespielt, das Spiel. Die Viecher kenne ich aber nicht. Resource acquired. Sogar was gesagt werden. Okay. Ah, baue. Wir haben zu viel Biomasse. Biomasse. 40 von 40. Brauchen wir noch einen Biotank? Der braucht was überhaupt? Freie Eisen, na gut, haben wir es ja gerade. Dann würde ich aber hier, warte mal, diesen Zugang zerstören. Dann bauen wir noch normale Korridore. Und dann hinten machen wir nochmal einen Zugang. Na, geht nicht. So, dann haben wir hier eigentlich fertig, finde ich. Die untere Ebene. Jetzt wird die zweite Ebene gebaut. Nur das will ich nach hinten weiterbauen. Vielleicht. Meine Idee ist, dass wir jetzt... Ah, scheiße. Schrei nicht rum, schieß.
New materials have been refined. Na gut. Meine Idee war, dass wir sowieso auf die untere Ebene immer dasselbe draufbauen, was da drunter ist. Das macht es völlig einfacher, unterscheiden, wo das ist. Resources collected. So, ich will noch in den neuen Sektor kommen. Resource beaming complete. Resource. Das war's jetzt, ne? Gucken wir nochmal. Schrott, Schrott haben wir eingesammelt. Das lassen wir mal drauf, das bisschen da. Gut. Auf zur Brücke. Aber bevor ich zur Brücke gehe, gucke ich mir nochmal ein bisschen das Schiff unterirdisch an. Nicht, dass wir hier wie einen Pilzbefall haben oder so eine Scheiße. New materials have been refined. Auch hier gucken wir mal kurz rein. Alles sieht schon ein bisschen dreckig aus, aber... dahin. Komme ich unterirdisch zur Brücke? Werkstatt. Nee, ich schaffe es doch nicht. Klonlabor. Scheiße, ich komme hier nirgendwo hoch. Ich bin doch schon an der Brücke vorbei, oder nicht? Reaktor. Lager. Zugang. Nicht verwirrt, Brücke. Bin ich dran vorbeigekommen. Gut, dann. Springen wir mal ins Ungewisse. Energie. Das ist ein Scheißsymbol gewesen gerade. Sonnenstürme, Sonnenstürme, Sonnenstürme kritisch. Hoch, alter Schwede. Dann, mal weiter. So, mitten im Nichts und gleich weiter. So. Gefahr hoch. Warum ist denn da die Gefahr hoch? Warte mal, das scannen wir erstmal. Scheiß langweiliges Gescanne. Ich brauche unbedingt Aluminium. Damit ich es nie wieder scannen muss. Das ist das langweiligste ever. Scan. New materials have been refined. Naja, und dann müssen wir uns gleich, bevor wir irgendwas anderes machen, uns die Gatling Gun schnappen. Oh, Weltraumschrott. Das war's? Warum ist denn die Gefahr hoch? Salpeter. Wie ist denn der? Lithium. Platin. Reparier. Oh, Energieknoten. Scheiße. Scheiße, wir haben Aliens an Bord oder was? Warum kriege ich denn keine Info? Habt ihr alle jetzt. Gucken wir mal selber. Warum habe ich denn hier keine Informationen gekriegt? Wahrscheinlich gleich getötet, aber hat einen Energieknoten bestimmt kaputt gemacht. Nee, wir müssen ja eh, wir können ja eh gleich hier bleiben. Ich würde nur entscheiden, was wir jetzt als nächstes machen. Nee, da wollte ich noch nicht hin. Ach, wir sind noch gar nicht gesprungen. Scheiße.
Ah, lass mich da raus. Einen Sprung müssen wir noch machen. Ins gefährliche Gebiet. Aber Aluminium habe ich nicht gefunden dort. Hier ist auch eine Gaswolke. Brayman, was soll das sein? Aliens oder was? Ich mache jetzt da einen Übersprung hin. Mal gucken, ob das uns folgt. Nee, es bleibt weg. Was immer Framen ist. Wenn ihr es wisst, schreibt es mir mal in die Kommentare. So, da haben wir schon etwas erforscht. Warum ist die Gefahr hier hoch? Warum ist die da kritisch? Ich gehe nochmal kurz auf Scan. Also, new materials have been refined. Sind die Gegner hier stärker oder was? Weil die ganzen Krabbelviecher, die waren ja immer so oft normal oder so, ne? Solange es irgendwelche nur Lebensformen sind, komme ich vielleicht damit klar. Hauptsache, die mein Schiff bleibt irgendwie heile. Darauf habe ich mich keinen Bock. Wir brauchen mehr Leute, glaube ich. Ich habe keinen Bock zu scannen. Ich hasse Scannen. Dieses Scannen. Wisst ihr, bei Kupfer und so, das ist, wenn ich was hoch beame, ist ja noch okay. Da muss ich nur kurz hier vor einer Konsole stehen. Warte, was kommt, ob es Feind oder nicht. Das ist so ein bisschen spannend. Aber hier ist es einfach nur lahm. Das muss echt ein Klon kommen. Und wie gesagt, wenn hier irgendwo Aluminium ist, das geht erstmal halt echt Vorrang. Und was auch cool wäre, wenn man den Klon bessere Waffe geben könnte. Ja? So. Aluminium ist aber voll gefährlich. Aluminium? Alter Schwede. Wir haben Aluminium endlich. Alu. Alu. Endlich geht's weiter. Gold. War es auch alles kritisch, ne? New materials have been refined. Gucken wir erstmal diesen scheiß Planeten an, den wir haben. Kupfererz, Salzpeter. Salpeter kann man ja auch gebrauchen. Eisen. Aber Eisen ist alles kritisch. Nee, Gefahr hoch. Jetzt gibt es hier Eisenloch und Löcher. Und so viel Eisen brauchen wir gar nicht. Aber hier gibt es Aluminium. Ah, das machen wir mal. Da müssen wir zweimal, dreimal hin. Das ist ja. Der Planet ist ja generell geil. Salpeter, Aluminium, Platin. Lithium wäre auch nicht verkehrt. Weil wir haben ja Lithium verbraucht. Aber hier sind noch Sachen, die wir entdecken müssen. Ich weiß gar nicht, wo ich da jetzt zuerst hingehen soll. Ne, warte mal. Wir gehen zuerst dahin, wo wir Aluminium herkriegen. Ganz einfache Kiste. Damit wir da nämlich mehr Klone rankriegen. So. Trauen wir uns was zu... Nee, ich lass dich nicht alleine. So, Männer und Frauen. Ich weiß, das Video ist jetzt schon zu lang, aber ich will unbedingt hier einen Planeten noch erkunden. Oder einen mit Aluminium. Aluminium, Aluminium, Aluminium. Aluminium machen wir nächstes Mal. Alle Mann rein. Ah, scheiße, ich habe die Gatling Gun vergessen. Egal. Dieses Mal noch ohne Gatling Gun. Dieses Mal noch ohne Gatling Gun. So, jetzt ist Gefahr hoch. Ich bin gespannt. Ich mache gleich die Knifte hier. Drei, zwei, eins, raus! Ich erkunde, ihr macht mal ganz kurz da. Ist ja nix. Ein scheiß Planet. War auch ein Fundort oder habe ich mich verlesen?
Oh, ja, die kenne ich. Oh! Die spucken! Alter, hinter uns! Was sind das für Viecher? Kenne ich noch gar nicht. Ich hab dieses Gewehr ist scheiße. Ah, endlich! Leben noch alle? Puh, geheilt. Los! 20%. Weg deinen Arsch, ich will hier weg. 40%. Ich bin das Maschinengewehr scheiße. 60%. Da kommen sie wieder. Los! Gib das. 80%. Ich weiß nicht, ob meine Leute das alleine können. Los! All phases complete. Jetzt haben wir gesammelt. Mittlere Klonlabor, Mission Menschen, bla bla bla. Weiß nicht. Ich kann jetzt zum Lesen. Maschinengewehr ist bald alle. Sind wir voll? Oh, was macht ihr denn, Jungs? Ich kümmere mich um die Lebensform. So, ein noch. Das sind Fresse, scheiß Phone. Und weg hier, weg. Alle Mann rein. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, wow! Wow! Scheiße, der ist voll reingespuckt, dieser Scheißbug. Dreckiger Drecksbug. Geh kacken, Mann. So. Die Waffe finde ich absolut scheiße. Puh. Da brauche ich echt mehr Munition für. Ich dachte gerade ein Feind. Geh da mal aus dem Weg, du Kackroboter. Wo ist meine Werkstatt? Läuft mir jemand hinterher? Nee, gut. So, Waffenschrank. Warum ist hier meine Gatling gar nicht drin? Teure Gewehr, unbekannt. Das musst du auch noch erforschen. Schrank entfernen. Schwere Pistole. Munition schweres Kaliber. Na gut, Minigun. A crew member has been killed. What? Access granted. Was kommt denn, was geht denn da ab? In der Raffinerie. Ist jemand gestorben? Crew lost. Was bist du denn, alte Scheiße? Alter Kacke! Was war das denn? Traktorstrahl, Thomas ist gestorben. Nein! Alte Scheiße! Ja, gut. Ich brauche zwei neue Crewmember, aber... Scheiße. Und Gatling Guns.
Processing. Bau mir Gatling Guns, wir brauchen mehr. So, dann klonen wir uns wieder ein. Oder machen wir mal eine Frau. Cloning initiated. Tja. Gut, Klon geht die Welt so unter. Ja. Die Viecher, die hier hochkommen, sind härter geworden. Viel härter. Das Riesenvieh habe ich noch gar nicht gesehen. Ich traue mich auch gar nicht, die Leute alleine mit dem Traktorstrahl arbeiten zu lassen. Auf jeden Fall müssen wir in der Raffinerie ja, jetzt auf jeden Fall auch noch Geschütze aufstellen. Puh. Ich muss jetzt bald alles selber überwachen. Das ist voll scheiße. Müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Auf jeden Fall, die Viecher werden hier härter. Ach, wenn euch das gefallen hat, dann hinterlasst mir doch gerne mal ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Ich würde mich sehr freuen. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.